Dank, Christian. Ich darf Sie herzlich begrüßen zur Pressekonferenz, darf auch einen oder anderen Kollegen aus der Türkei sehr herzlich begrüßen zur Abschlusspressekonferenz, und wir werden diese auch entsprechend mit Übersetzung anbieten. Vielleicht kurz zwei nur organisatorische Dinge. 17.30 Uhr dann das Abschlusstraining von unserem Team mit 15 Minuten offen für Medien und 18.30 Uhr Pressekonferenz vom türkischen Verband und um 19 Uhr dann das Abschlusstraining. Pressekonferenz ebenfalls hier. Ich darf Sie herzlich den Teamchef Marcel Koller und den Slade Januzovic begrüßen und darf vielleicht gleich dem, wollen Sie zuerst übersetzen? Türkiye'den gelen bütün basın mensupları hoş geldiniz. Basın toplantısına başlamadan önce belirtmek istediğimiz 17.30 antrenman akabinden 15 dakika basına açık. Ondan sonra basına kapalı antrenman yapacağız. Şu anda da hocamızla Yunusovic'in basın toplantısına hoş geldiniz diyorum. Vielen Dank. Ich darf dem Teamchef zuerst beginnen mit seinem Statement zum Thema, vielleicht ein Update. Gestern war ein Regenerationstraining. Sind soweit alles fit, beziehungsweise jetzt noch deine Vorschau ein bisschen für morgen, für das Spiel? Ja, ich sage, dass man den einen oder anderen bisschen angeschlagenen mit dabei haben. Aber das ist eh so meistens eigentlich nach dem Spiel. Es ist so, dass Baumgartlinger krank war. Also Halsprobleme, Husten, Schnupfen und nicht mittrainieren konnte. Und da müssen wir jetzt noch abwarten, wie das aussieht, ob das dann gehen wird. Da werden wir uns am Nachmittag noch besprechen. Und das andere sind eigentlich Kleinigkeiten. Also ich stand jetzt davon aus, dass alle fit werden, dass alle eingesetzt werden können. Son maçtan sonra regenerasyon süresini nasıl geçirdiniz? Bir iki oyuncumuzun ağrıları vardı. Böyle maçlardan sonra ağrılar sızlar normaldir. Sakatlık fazla diyemeyeceğim. Bayer Lingen'in hasta olduğunu söyleyebilirim. Hafiften bir nezlesi, öksürüsü vardı. Ama böyle şeyler normaldir. Umarım ki dinlendikten sonra hepsi fit olup yarınki maça hazır olacaklardır. Frage an den Slade, erwartet doch morgen irgendwie ein ganz anderes Spiel als wir gegen Albanien? Ich glaube, dass es gleich intensiv sein wird. Die Albaner haben es auch sehr, sehr gut gemacht, finde ich, gegen uns. Wir hatten natürlich einen Blitzstart, sind gut ins Spiel reingekommen, aber die haben ja ein sehr gutes Passspiel aufgeboten, und ich glaube, das erwartet uns gegen die Türkei auch. Die sind sehr ballsicher, wir müssen gewappnet sein, wir müssen aggressiv sein, gut dagegenhalten und versuchen halt unser Spiel zu spielen. Wird schwer genug, aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass es klappt. Yarınki oynayacağınız maç, Arnavutluğa karşı oynadığınız maçın karşılaştırdığınız zaman ne söyleyebilirsiniz? Yarınki maç başka bir maç olacak. Tabii ki Arnavutluk bize daha çok imkan tanıdı, daha çok yer tanıdı. Pas oyunumuzu oynayabilmemizde bize boş alanlar yarattı. Yarınki maçın daha zor olacağını, gerektiği kadar zor olacağını düşünüyorum. Ama Türklerin de çok iyi top oynadığını biliyorum. Çok iyi topa bastıklarını biliyoruz. Topta da çok sağlam olduklarını biliyoruz. Ama ben optimistim. Yarınki maçta da iyi bir netice alacağımızı düşünüyorum. Vielen Dank. Ich darf um eure Fragen bitten und bitte auch wieder den Namen und das Medium zu nennen und die Frage auch ins Mikrofon zu sprechen. Hubert Giger. Hubert Giegler, Kleine Zeitung. Herr Koller, die Türkei, von der Türkei ist zu erwarten, oder es ist zumindest nach der Papierform als stärkere Mannschaft einzustufen, als es die Albaner waren. Sehen Sie das erstens so, und zweitens, wie sehr kann man in diesem Spiel schon ein bisschen Euro simulieren?
yarınki maçta nasıl olacağını şimdiden söyleyebilir misiniz? Türklerin tabii ki hepimizin beklediği gibi Arnavutlardan daha güçlü bir takım olduğunu tahmin ediyoruz. Sizce yarın Avrupa empatisi yapabilir miyiz? Ja, für uns ist auf der einen Seite die Papierform ist nicht entscheidend für uns. Ich glaube, die Türken jetzt in der Quali, sie haben sich gesteigert, sie haben einen schlechten Start gehabt und haben dann als bester Gruppendritter auch mit guten Spielen, mit auch aus meiner Sicht Steigerung in der Organisation haben sie dann eben die direkte Qualifikation noch erreicht. Also sie wussten, dass sie siegen müssen, haben das kurz vor Schluss mit einem sehr schönen Freistoß noch hingekriegt und sie haben gute individuelle Fußballer und sie lieben den Fußball auch. Sie können hervorragend Fußball spielen und ich denke, für uns ist es auf der einen Seite ein Heimspiel, aber könnte dann vielleicht auch ein Auswärtsspiel geben, je nach Situation. Also ist es für uns eigentlich auch gut, das zu simulieren oder das zu spüren, wahrzunehmen. Und dementsprechend ist jetzt auch die Euro ist noch weit weg. Also die Spiele gehen wieder zurück in Clubs und wir freuen uns natürlich drüber, dass es immer kürzer wird, aber die Türken sind auch mit dabei und wir wissen ja nicht, irgendwann vielleicht treffen wir auf sie, jetzt wahrscheinlich, also nicht direkt nach der Gruppenphase, aber von daher kann man das dann eigentlich so nehmen, dass das ein Spiel wäre, wo man dann vielleicht die ein oder anderen Schlüsse mitnehmen kann. Ja, aber jetzt ist die Euro. Das haben wir zu übersetzen. Achso, ganz kurz, Dankeschön. Kağıt üzerindeki durumlar bizim için önemli değil. Kualifikasyonda Türklerin formunun yükseldiğini gördük. Organize açısından kendini çok düzelttiler. Tabii ki bütün grupların en kuvvetli üçüncüsü olarak direkt kualifi oldular. Son saniye free kick golüyle kendilerini Avrupa'ya atabildiler. Güzel bir top oynadıklarını biliyoruz. Emin top oynadıklarını biliyoruz. Ama Türkiye'nin de Avrupa Ligi'nde beraber bizle beraber emek sarf edeceğini de biliyoruz. Belki de grup aşamasında değil de grup aşamasından sonraki maçlarda Türkiye ile de oynayabiliriz. Onun için Türkiye bizim için şu anda kendimizi bulabilmemiz, seviyemizi ölçebilmemiz için iyi bir rakip. Ja, eine kurze Anschlussfrage noch. Die Euro ist noch weit weg, aber ist es nicht die letzte Chance für die Spieler, sich so zu präsentieren, um dann eben dabei zu sein? Ich meine, es ist die Elf, die Grundelf steht zwar, aber haben andere überhaupt noch eine Chance jetzt? Aber es ist im Grunde ja der letztmögliche Termin. Avrupa'nın Avrupa Şampiyonası'nın aslında bugünden bakarsak uzak gözüküyor. Vaktimiz olduğu gözüküyor. Futbolcular için bu maç son şans mıdır milli takımda oynayabilmek için ya da milli takımın kadrosunda yer alabilmek için nasıl görüyorsunuz? Also was meinen Sie jetzt die Spiele, die hier sind oder welche die von extern noch dazukommen können? Ja, das wissen wir jetzt noch nicht. Also eben, es kann Verletzungen geben. Das ist wahrscheinlich das Schwierigste oder das, was uns am meisten Probleme bereiten würde. Und dann müssen wir natürlich auch bereit sein. Aber wir haben eigentlich auch für jede Position ist ja doppelt besetzt. Also wird dann einfach einer für diese nachrücken. Und dementsprechend ist am 31. Mai ist dann die definitive Liste, wo wir die 23 bekannt geben müssen. Und davor kann noch viel passieren. Also es ist noch nicht in Stein gemeißelt. Das sieht im Moment gut aus für viele. Aber fix ist das ja eh noch nicht.
Şu an fix bir şey söylemeye tabii ki çok erken. Çünkü milli takımlar haricinde futbolcuların kendi takımında da yaptıkları maçlar var. Burada sakatlıklar olabilir. Tabii ki sakatlık bizim için çok fatal olur. Şu andaki elimizdeki kadronun sarsılmasına sebep olabilir. Bizim için bir şey söylemek çok erken ama ayın 31'i sanıyorum ki son randevumuz olacaktır, son terminimiz olacaktır. 23 kişilik kadro o zaman belli olacaktır. Christian. Nein. Die Frage vielleicht auch an den Teamchef von Zlatko Junuzovic. Das Spiel mit dem Ball hat sich ja schon hervorragend entwickelt. Das Spiel gegen den Ball ist natürlich auch jetzt auf dem Prüfstand gegen die Türkei ein idealer Gegner, um da weitere Maßnahmen zu setzen. Junuzovic'e bir soru soracağım. Biliyorsunuz ki Avusturya milli takımı topla beraber çok iyi oynuyor. Fakat topa karşı nasıl önlemler aldınız? Türkiye'nin de topla çok iyi oynadığını biliyoruz. Bu durumda nasıl bir oyun bekleyebiliriz? Nasıl bir önlem bekleyebiliriz? Ja, also ich glaube, unser Spielstil generell in der Vergangenheit war halt immer so, dass wir den Gegner immer unter Druck setzen wollten. Aber wir müssen natürlich auch von Spiel zu Spiel auch schauen, den Gegner analysieren, Stärken entsprechend herausfinden und so richten wir uns auch danach. Also natürlich versuchen wir unser Spiel auch durchzuziehen, aber wir müssen auch variieren. Es geht auch nicht 90 Minuten immer Powerpressing, das ist auch klar, aber ich glaube, dass wir schon in der Vergangenheit auch, und das werden wir versuchen auch in der Zukunft so zu handhaben, dass wir variabel bleiben, flexibel bleiben, dass wir uns immer wieder auch im Spiel ändern können, das was halt notwendig ist. Und jetzt waren wir auch länger nicht mehr zusammen, vielleicht gegen die Albaner hat es nicht immer hundertprozentig gepasst, aber trotzdem haben wir hier und da Druck entwickeln können. Und so wird die Devise, glaube ich, auch, wenn wir auch beibehalten. Wir fühlen uns wohl so, wie wir spielen. Ich speziell sowieso. Und von dem her werden wir das von Spiel zu Spiel probieren, immer besser, sage ich mal, zu perfektionieren, zu machen. Und ja. Bizim oynadığımız futbol zaten rakibi baskı altında tutmaya dayanık bir futbol. Ve ben bu futbolu devam ettireceğimize inanıyorum. Ama tabii ki durmadan da power play oynayamazsınız. Devamlı baskı yapamazsınız. Geçmişte ve gelecekte de bu böyle olacaktır. Geçmişte de böyleydi. Maç içinde variye olabilmemiz lazım. Yani zamanı geldiği zaman açık oynayabilmemiz lazım. Topla oynayabilmemiz lazım. Yeri geldiği zaman da defansa çekilmesini bilmemiz lazım. Arnavutluğa karşı %100 bunu pratik edemediysek de Türkiye'ye karşı tabii ki daha iyi olmamız gerekiyor. Çünkü maçtan maça daha iyileşiyoruz. Uzun zaman zaten bir araya gelmedik. Arnavutluk maçı bizim için iyi bir buluşma oldu. Türkiye maçında tabii bunu daha iyi yapmaya bakacağız. Ben zaten bu futbolu, topun bizde olmasını, rakibin üstüne gitmeyi ben daha çok şahsen seviyorum bu futbolu. Fakat dediğim gibi rakibin durumuna göre de kendimizi variye edebilmemiz lazım. Soruyor ama sağ ol. Christian. Na, Abt. Frage. Herr Teamchef, gibt es irgendwie Bitten von Vereinstrainern, dass einige Spieler vielleicht nur 45 Minuten spielen sollen? Ich denke, der Fuchs war auch gegen Albanien nur 45 Minuten. Oder vielleicht gibt es auch seitens der Bayern oder Bremens Ersuchen? Oder? Nein, es hat mich noch keiner angerufen. Okay. Und werden Sie, im Prinzip ist davon aus, dass Sie auch wieder die Stammelf beginnen lassen und dann mit der Zeit ganz einfach die Wechsel sogar voll ausnützen? Im Prinzip, ja. Takım antrenörlerinden size karşı isteklerde bulunulabiliyor mu? Yani bazı oyuncuları 45 dakikadan fazla oynatmayalım diye bir istek oluyor mu? Hayır, ben bugüne kadar öyle bir istekle karşılaşmadım. Peki bazı futbolcuları baştan oynatmayın, sonradan oyuna sokup komple bir verim almak gibi bir zihniyet var mı ya da bir istek var mı? Yok, öyle bir şey de yok. Ben duruma göre takımı sahaya çıkartıyorum.
so Andreas Forst und dann da in der ersten. Herr Koller, das wird von den Zusehern her wahrscheinlich ein Auswärtsspiel werden, wenn man hochrechnet, allein, dass die Hälfte albanische Supporter im Stadion waren. Es sind jetzt schon 22.000 Karten rundweg und 6.000 davon für Türken. Lassen wir uns überraschen. Derzeit. Wär's für Sie nicht wünschenswert, aber interessant zu sehen einmal, was passiert, wenn die Mannschaft unter Druck ist und vielleicht sogar in Rückstand gerät, auch im Hinblick auf die EM. Und die Frage an den Zlatko wäre, was habt ihr euch vorgenommen, intern besser zu machen, als vor allem in der zweiten Halbzeit gegen Albanien? Türkiye karşı bir deplasman maçı bekliyor musunuz seyirci sayısı olarak? Çünkü Arnavutluğa karşı bayağı büyük bir seyirci kitlesi vardı Arnavutların. Onun akabinde hemen cevap 22 bin karta karşılık 6 bin Türk seyirci kart aldı diye bir informasyon geldi. Ve takım geri düştüğünde baskı yediği zamanlarda takımı görmek ve ona hazırlamak ister misiniz? Ve böyle bir durum olursa ne yapmayı düşünüyorsunuz? Nasıl takımı neye göre hazırlamak istiyorsunuz? Also die Mannschaft hat schon gezeigt, dass sie in Rückstand auch aufholen kann oder wieder drehen kann. Das war im Spiel gegen Montenegro. Also habe ich da eigentlich keine Bedenken. Also ich gehe lieber in Führung und versuche das über die Runde zu bringen oder dann noch zu erhöhen. Aber ich glaube, wir haben auch Spieler oder das Team, das ganze Team, das reagieren kann. Also dass sie dann auch sauer sind, dass sie nicht zufrieden sind, dass sie sich dann zurücklehnen und dementsprechend Gas geben und wir das je nachdem auch wieder drehen können. Und es ist mir eigentlich schon lieber, wenn wir gewinnen als verlieren. Takımın geriden gelip kazanabileceğini önceden de ispatladı. Ama bana sorarsanız ben şahsen baştan öne geçip oyunu hatta attığımız golleri yükseltip ya da öndeyken oyunu öyle bitirmek isterim. Tabii ki her zaman kazanmak isterim. Fakat geriye falan çekildiğimizde o sistemi oynama gerektiğinde bazı futbolcuların tabii ki buna karşı bir şeyler olacaktır. Çünkü bizim oynadığımız futbol tarzı hücuma dayanık. O yüzden de bana sorarsanız her zaman kazanmak isterim. Her zaman rahat kazanmak isterim. Ja, zur zweiten Frage. Also grundsätzlich wissen wir natürlich, dass das wahrscheinlich nicht unsere beste Halbzeit war, aber trotz alledem will ich es auch nicht zu sehr negativ sehen und schlecht reden. Wir haben auch unsere Chancen gehabt, wo wir das dritte, vierte Tor hätten machen können. Natürlich haben die Albaner dann sehr, ich sage mal, aggressiver gespielt, mehr Pressing gespielt, mehr Risiko sind sie eingegangen und da haben wir uns natürlich in der einen oder anderen Szene natürlich jetzt nicht so kompakt präsentiert, wie wir uns vielleicht in der Vergangenheit präsentiert haben, aber solche Spiele gehören dazu, wir lernen daraus, wir können es, glaube ich, auch realistisch einschätzen und einordnen. Aber trotzdem, wir haben es dann schlussendlich über die Zeit gebracht, haben das Spiel gewonnen und ich glaube, das ist auch eine Art Qualität von uns, dass wir auch in solchen Spielen, wo der Gegner auch sehr viel Druck entwickeln kann, auch dagegen halten, weil wir haben auch dann eigentlich wenig Chancen zugelassen in dem Sinne. Aber sicher, wir können daraus viel lernen, mitnehmen, das werden wir auch, das werden wir auch intern besprechen und dementsprechend dann agieren, aber zu sehr negativ sehen will ich das Ganze auch nicht, weil wir haben schon auch probiert, Fußball zu spielen, die Räume auch zu nutzen, zu kombinieren, Torchancen zu erspielen und von dem her war es trotz alledem okay, glaube ich. İkinci soruya ben de bir cevap vermek isterim. Aslında çok kötü bir ikinci yarı oynadık Arnavutlara karşı. Bunu çabuk bir şekilde unutmak istiyorum. Fakat biz bu maçta da 3-4 öne geçebilirdik. Daha fazla gol atabilirdik. Şanslarımız da vardı. Kötü oynadığımız halde Arnavutlardan baskı yediğimiz halde maçı kazanmasını bildik. Bunda, tabii ki bu yaptıklarımızdan çok şey öğrendik. Aramızda da konuştuk. Bazı şeyleri negatif görmemek lazım. Futbolun içinde olan şeyler. Onun için de biz her şeye rağmen iyi bir takım olduğumuza inanıyorum. Benim de sorum
Frage 3, Herr Koller. Sie haben die Länderspiel-Doppel in der Vergangenheit oft dazu genützt, allen Torhütern Einsatzzeit zu geben. Werden Sie das beibehalten? Geçmişte Bay Koller, siz oynadığınız oyunlarda bütün kalecilere şans tanıdınız. Bu düşüncenizi, bu tarzınızı devam ettirecek misiniz? Also alles sind ja nicht möglich, weil wir haben nur noch ein Spiel, wir haben aber noch zwei Torhüter, die nicht gespielt haben. Und ja, warten wir mal ab, ob da vielleicht irgendwie was passieren könnte. Tabii ki herkese şans vermemiz mümkün değil. Fakat önümüzde bir maç var. İki de kalecimiz var. Bekleyelim ve bakalım ne olacak. Peter Linden, Kronenzeitung. Herr Koller, ein Spieler von Ihnen hat türkische Wurzeln. Für den wäre das, glaube ich, ein sehr emotionelles Spiel. Lassen Sie das erweichen, ihm das Spiel zu geben? Und die zweite Frage, sehen Sie im Arda Turan auch die Zentralfigur im türkischen Spiel? Takımınızda bir Türk futbolcu, Türk kökenli futbolcu olduğunuzu biliyorum ve şu anda onunla, onun ne açıda, ne bir şekilde motive ettiğinizi söyleyebilir misiniz? Ya da nasıl kullanacağını söyleyebilir misiniz? Ve Türk takımında da Arda Turan'a karşı özel bir önlem aldınız mı? Ve Arda Turan'ın Türk futbolunda orta sahada anahtar figür olduğunu düşünüyor musunuz? Also erste Frage, ich kann mich nicht erweichen lassen, weil, weil ich alle 23 gerne habe und nicht jetzt nur für einen oder anderen schauen kann. Und wenn wir so entscheiden würden, dann denke ich, würde das Schwierigkeiten bringen oder geben. Arda Turan ist sicher ein hervorragender Spieler und schon eine zentrale Figur im türkischen Spiel. Und ja, da gilt es dementsprechend Maßnahmen zu ergreifen, um ihn aus dem Spiel nehmen zu können. Hiçbir futbolcumu ayırt edemem. 23 futbolcum var kadroda ve hiçbirini o konularda ben yumuşak olamam. Tabii ki herkes aynı şekilde aynı muameleyi görecektir benden. Arda Turan'a gelirse, Arda Turan hakikaten Türk futbolunda çok önemli bir isim. Tabii ki de Türk futbolunun kilit oyuncusudur orta sahada. Biz de ona göre önlemlerimizi alacağız. Alles Cheater Upper. Herr Koller, die etwas vorgezogene Rolle von David Alaba gegen Albanien, ist das wieder eine Variante fürs Türkei-Spiel oder sind Sie eher der Meinung, man sollte wieder zu voriger, zu vergangener Situation zurückkehren? Ja, ich bin ja froh, dass Sie das gesehen haben, dass wir da was anderes gespielt haben und lassen Sie sich überraschen, ob Sie vielleicht beim nächsten Mal können wir da wieder drüber sprechen, ob da ob wir da was anderes versuchen. Es ist habe ich auch schon mal gesagt, das sind Kleinigkeiten, also man hat nicht die Zeit, um jetzt irgendwie die großen Dinge zu verändern, aber natürlich so kleine Häppchenweise, um jetzt irgendwie in der Taktik vielleicht den Gegner auch zu überraschen, das wollen wir uns natürlich beibehalten. Bay Koller, Arnavutluk maçında Alaba'yı Alaba'yı biraz önde oynattınız. Bu maçta da bunu deneyecek misiniz? Cevap, bu varyasyonu gördüğünüze çok sevindim. Çünkü biz devamlı oyunlarımızda ufak tefek variyeler yapacağız. Başka bir şey deneyip rakibimizi her zaman yanıltmak, onlara sürpriz yapmak tabii ki bizim de futbol içindeki düşüncelerimiz. Maç içindeki düşüncelerimiz. Herr Koller, mein Name ist Delice, Delice Media. Wir hier lebende Austro-Türken, ja? Sie haben gesagt, Sie haben im Kader Özcan und Abrufliste ist der Herr Kavlak. Ja? Kommen zusätzliche Spieler zum Kader Austro-Türken und werden Sie den Herrn Özcan auch heute Möglichkeit geben, auch für solche Spieler kommt nicht oft her, ja? Dass man türkische Herkunft auch solche Spiele auch gegen Türkei, ob Sie eine Chance auch den Özcan geben würden?
Biz Avusturya Türkleri olarak bir soru yönelteceğiz. Kadronuzda Veli Kavlak var, Pehlivan var, Özen var. Tabii ki daha çok ileride ya da şimdiki zamanlarda Türk futbolcu, Türk kökenli futbolculara şans tanıyacak mısınız? Ve Özen'e de bu maçta bir şans verecek misiniz? Çünkü bu maçın onun için çok özel olduğunu hepimiz tahmin edebiliriz. Ja, ich habe das, glaube ich, schon beantwortet. Also es ist so, dass wir natürlich nicht jetzt irgendwie was Spezielles machen können, nur weil der Spieler jetzt irgendwie noch andere Wurzeln drin hat. Es ist grundsätzlich wichtig, dass wir da offen und ehrlich entscheiden auch. Und wenn es dann so sein sollte, dann sind wir gespannt, wie er das lösen würde mit den Emotionen. Das kann vielleicht auch noch ein interessanter Hinblick oder ja, Aspekt sein, wie er das dann lösen könnte. Der Österreicher sagt, schauen wir mal. Bunu sanıyorum ki daha önceki soruda cevaplamıştım. Biz hiçbir futbolcunun kökenine göre burada karar veremeyiz. Ona göre de hisli bir şekilde davranamayız. Ama tabii ki eğer ki oynayacak olursa vereceğimiz görevi nasıl çözeceğini hep beraber göreceğiz. Umarım ki öyle bir durum yaşarız. O zaman da hep beraber görürüz. Johannes Hofer, Sky Sport News HD. Herr Koller, Sie haben jetzt über eine Woche Zeit gehabt, um sich Alessandro Schöpfer mal anzuschauen, Guido Burgstaller wieder mal zu sehen, den kennen Sie ja schon. Was war da jetzt Ihr Eindruck und wird man vielleicht mehr von den beiden sehen im kommenden Spiel, weil Sie haben ja ein paar Minuten Spielpraxis zwar bekommen, aber allzu viel hat man da ja noch nicht gesehen. Ja, es ist so, dass beide sich da gut integriert haben, dass es keine Probleme gab, dass beide Fußball spielen können, wissen wir auch. Es ist auch so, dass wir natürlich auch noch andere Spieler haben, die auch gerne spielen. Also es ist auch kein Wunschkonzert, dass wir jetzt das anschauen. Es war wichtig, einfach auch wieder mal den Kontakt zu knüpfen auf der einen Seite bei Burgstaller, weil wir da die Spiele natürlich live oder im Fernsehen gesehen haben, dass er sich da sicher auch weiterentwickelt hat. Und wenn du das dann auch im Training siehst, wie er sich bewegt und eben auch einsetzt, dann kann man dann später vielleicht ein Urteil fällen. Und eben aber für uns jetzt mal wichtig, dass er wieder dabei war und dass er sich da mal zeigen konnte, ob das, was man sieht mit Auge, auch dann 1:1 auf dem Trainingsplatz umsetzt. Und eben, also ich kann dir jetzt auch nicht versprechen, was wir dann tun werden, weil meistens, wenn du irgendwie was abmachst, dann kommt es anders, habe ich beim letzten Mal schon erzählt. Bay Koller, Burgstaller'in durumunu nasıl değerlendireceksiniz? Son maçta çok kısa oynadı ve siz ne gözleyebildiniz? Ne düşünüyorsunuz? Tabii ki bizim iyi bir futbolcumuz. Bunun yanında daha başka iyi futbolcularımız var. Son maçlarını televizyondan da izledik. Kendimizle bir gözlemci yolladık. Ve bu durumda tabii ki analiz edip bir değerlendirme yapacağız. Teamchef Marcel Koller, diese 4-2-3-1 DNA, die Sie da zutage legen, entwickeln Sie auch, wie Sie schon gesagt haben, punktuell etwas weiter. Schaut man da schon jetzt im Hinblick auf die Europameisterschaftsgegner im Training, wo wir nicht zuschauen dürfen, vielleicht einen Plan B, Plan C für gewisse Situationen einzustudieren, weil die Testspiele logischerweise sind ja die einzige Möglichkeit, unter ernsthaften Bedingungen zu proben. Ja, nein. Antrenmanlarda yapmış olduğunuz maçlarda artı oynadığınız sistemlerde 4-2-1 ve gözlemlediğiniz antrenmanlardaki gözlemlediğiniz duruma göre A, B ya da C planınız var mı? Ne düşünüyorsunuz? Also machen wir noch nicht, weil
weil auf der anderen Seite eben die Testspiele sind natürlich andere Gegner. Ich habe jetzt auch für die EM, unsere Gruppenphase, habe ich die Gegner, ich habe es schon vorbereitet, aber noch nicht analysiert, noch nicht angeschaut. Und von daher ist für uns auch wichtig, und das kommt wieder der gleiche Faktor, dass wir nicht die Zeit haben, hier große taktische Dinge zu verändern. Also ist mal grundsätzlich wichtig, und da bin ich eben auch überzeugt, das ist für jede Nationalmannschaft wichtig, dass du mal deine eigenen Ideen reinbringst, dass du die gut machst, dass du diese Hausaufgaben gut ausführst, und dann musst du klar auf den Gegner achten noch und versuchen, da die Stärken und Schwächen rauszufiltern und dementsprechend dem eigenen Team mitzugeben, damit man dann eben Spiele auch gewinnen kann. Und das wird dann auch, also jetzt nach diesem Lehrgang werde ich mich dann klar auch mit den nächsten zwei Testspielen plus die drei Gruppengegner befassen. Yapmadım çünkü test maçları var önümüzde. Onun haricinde Avrupa Şampiyonası'ndaki grup rakiplerimizi bile şu anda tabii ki biliyorum ve analiz etmek için kendime yazdım. Fakat onları bile analiz edemedim. Biz kendi oyunumuza bakıyoruz. Tabii ki kendimizi rakibe göre ayarlamamız lazım. Önümüzde daha iki test maçımız var. Artı üç grup maçlarımız var. Bu maçlarda bu maçlarda gruptaki rakibin durumuna göre, onun oynadığı futbola göre biz de kendimize göre bir şeyler düşüneceğiz. Ama tabii ki ilk önce kendi takımımıza bakıyoruz. So, können wir langsam dann zum Ende kommen, Andreas. Herr Koller, Sie waren ja am Samstagabend nach dem Spiel nicht ganz zufrieden. Ihr Zitat war, nach hinten ist der Weg zum Erfolg. Fühlen Sie sich nach der Analyse des Spiels, Sie haben sich das sicher angeschaut, bestätigt? Und was von dem, was Sie da gesehen haben, wollen Sie morgen auf keinen Fall sehen? Ja, ich fühle mich natürlich voll bestätigt. Nein, es ist so, wir haben das besprochen, auch schon im Team, und das sind halt sind Kleinigkeiten, und diese Kleinigkeiten sind für mich wichtig, wenn man die im Team, jeder Einzelne, aber dann auch als Mannschaft gut ausführt, dann ist es halt einfach schwieriger für den Gegner, Löcher zu finden oder vorbeizukommen, und sobald der Gegner die erste, zweite Reihe durchdringt oder sogar die dritte, dann ist er in der Nähe von unserem Tor. Und das ist dann immer Gefahr. Und wir wissen, wenn man im Rückstand ist, wie schwierig es ist, zurückzukommen. Also sage ich halt, wenn wir die Hausaufgaben auch da richtig machen, wenn wir gut stehen, wenn wir den Gegner gar nicht nah zu unserem Tor lassen, und dann kann das nur ein Vorteil sein für uns. Und an dem muss jeder Spieler arbeiten. Jeder muss bei uns auch Defensivarbeit verrichten. Und jeder ist aber auch eingeladen, in der Offensive dann mit nach vorne zu stürmen. Waren diese Löcher auch das Produkt des Vorziehens des Alaba? Lass mal kurz übersetzen, sonst kommen die Kollegen nicht nach. Perşembe günü maçtan sonra böyle bir maç bir daha görmek istemediğinizi, böyle bir oyun bir daha görmek istemediğinizi söylediniz. Tabii ki kendimi sizin tarafınızdan tasdiklenmiş görüyorum. Küçük dokunuşlarla rakibin işini zorlaştırmak için her zaman çalışıyoruz ve çalışacağız. Bu bizim için her zaman prioritet olmuştur ve bizim Perşembe günü gösterdiğimiz maçta işte bu küçük dokunuşların sahada yerine getirilmemesi beni kızdırmıştı. Ev ödevlerimizi yaptığımızı düşünüyorum. Bu maçta bazı şeyleri daha iyi yapacağımızı düşünüyorum ve herkesin defansta ve hücumda beraber aynı şekilde mücadele etmesini amacımız. Tabii ki geriye düştüğünüz zaman, gol yediğiniz zaman ne kadar zor geri tekrar gelebilmenin olduğunu hepiniz biliyorsunuz ve görüyorsunuz. O yüzden de küçük dokunuşlarla hatalarımızı en aza düşürmeyi planlıyoruz. So, ich habe da noch einen Hinweis betreffend Scouts. Drängt so eine Frage auf, oder? Ja. Pele. Oder Andreas, bitte eine Frage noch. Kannst du es ins Mikro sprechen, sonst hört es niemand. Kannst du es bitte ins Mikro sagen, sonst hört das niemand. Dankeschön.
die Nachfrage war, ob diese Löcher, von denen Sie gesprochen haben, auch ein Produkt dessen waren, dass der Alaba weiter vorne gespielt hat. Ja, wir sind auf der einen Seite natürlich in der Taktik, dass wir den Alaba weiter nach vorne genommen haben, sind wir in dem Sinne natürlich in die Defensive mehr Risiko eingegangen. Wir haben aber, glaube ich, speziell in der ersten Halbzeit ein sehr starkes Spiel gezeigt. Im zweiten hat es dann nicht mehr so geklappt, hat aber jetzt nicht nur mit dieser Position zu tun, sondern mit individueller Bereitschaft, auch defensiv diese Wege zu gehen. Das sind 10, 15 Meter, die du machen musst und die du dann halt auch vielleicht mal frühzeitig machen musst und dann ist der Raum zu und das haben wir nicht konsequent ausgeführt und durch das gab es dann immer wieder Löcher und du bist dann halt immer wieder einen Schritt zu spät und das ist dann eher ein Nachteil für uns. Bu küçük dokunuşların belki de önceki maçta olmaması Alaba'nın biraz önde oynamasından mı kaynaklanıyor? Tabii ki Alaba'nın biraz Alaba'yı biraz ön tarafa almamızla önde oynamasıyla riziko yaşadık. Bazen 10-15 santim geride kaldığınız zaman topa dokunamıyorsunuz ve bu alanları kapatamıyorsunuz. Bunları biz de görüyoruz ve bunun üzerine çalışıyoruz. Also nochmal zurück, die Scout-Liste für morgen. Wir haben 22, 15 davon von Clubs, 8 davon Deutschland, 3 England, 7 Nationalverbände, darunter Niederlande, Portugal, Tschechien, Ungarn, Island, England, Kroatien. Das zum einen, zum anderen gestatten Sie mir noch zwei Hinweise. Zum einen U21, morgen 18 Uhr, General Arena, EM-Qualifikationsspiel gegen Feroe. Es geht um die EM-Teilnahme, 16. bis 30.06. in Polen. Und auch unsere U19 spielt morgen auch um 18 Uhr in Gleisdorf gegen Tschechien. Sind im Moment Tabellenführer, 6 Punkte aus 2 Spielen. Also ist, glaube ich, auch wert, wer Zeit hat und nicht nach Wien kommt, zum Stadion dorthin zu gehen. Sonst sage ich vielen Dank. Und sehe vielleicht den einen oder anderen von euch beim Abschlusstraining und ich darf dann damit zurückgeben auch zum Christian Diendorfer.